Österreich, Österreich, Österreich. Willkommen zurück im Formel-1-Kalender. Und damit begrüße ich auch an meiner Seite die lieben Ja, hallo Leute, wir fahren natürlich nicht dreimal in Österreich, also wir fahren nur einmal hier. Baumi. Und das ist Lauf 8 der Weltmeisterschaft. Wir können ja gerade mal drauf gucken auf die, wie nennt man sie noch gleich, Standings. Und das sieht natürlich, ja, sehr, sehr eindrucksvoll aus. Oben an der Spitze. Ich suche Mittlerweile schon. erst mal dich, weil bei dir ist es ein bisschen spannender da unten. Ja, wie man will, ne? Also Platz 11, das ist ja meine Zahl. Nicht nur im Qualifying, sondern auch jetzt mittlerweile in der Weltmeisterschaftstabelle. Und Hülkenberg, ein Punkt dahinter, vielleicht durchbricht er den Bann heute. Und dann, ich glaube, schlechter als Zwölfter werde ich nicht mehr. Also das würde ich Nee, jetzt, glaube ich, nee, mal sagen. Also nee. Sutil mit 2 Punkten, Gutierrez mit 2 Punkten. Er muss ja schon mit dem Teufel zugehen. Aber mit einem richtig bösartigen Teufel. Aber richtig. Aber ja gut, es ist halt jetzt die Frage, wie weit nach oben geht's noch? Das müsste man mal gucken. Alonso, Vettel sind ja nicht so weit weg, sollte man jetzt erstmal denken. Ja. Mit einem Sieg bist du schon mal an Perez vorbei. Ja, die Frage, die ich mir dann stelle, wie in aller Herrgottsnamen soll ich in diesem Spiel einen Sieg schaffen? Das ist die Frage. Ja, ihr merkt schon, da muss er lang überlegen. Und es Ich gibt eigentlich auch gar keine Antwort. gehe gerade den Formel-1-Kalender durch, den wir haben. Aber ich überlege da gerade höchstens Singapur, falls dir die Strecke liegt. Okay. Na gut, ich kann jetzt nicht sagen, dass es hier nicht liegt, aber Spa, Suzuka sind ja so meine Lieblingskurse. Aber ich habe ja gehört, dass du da auch nicht schlecht bist. Also von daher fällt das Argument schon mal raus. Belgien ist auch mein Lieblingskurs. Und Japan gehört auch mit dazu. Also sind auch die zwei Rennstrecken, die ich auch sehr gerne fahre, weil das halt noch so typische Oldschool-Strecken sind. Okay, haben wir das geklärt. Also gibt nichts. Leute, müsst ihr drauf warten auf ewig, dass ich hier nochmal ganz oben stehe. Obwohl, in Japan habe ich immer einen Fehler rein. Das ist jetzt immer so gewesen. Sei es 12, sei es 13, habe ich immer bis jetzt einen Fahrfehler reingehauen, der mir den Sieg gekostet hat. Also. Ja, man soll ja nie, nie sagen, ne? Nee, es kann alles passieren. Das Rennen ist immer lang. Besonders hier in Österreich mit 35 Runden oder 36? Und Was dann war war? doch irgendwas mit dem Wetter. Hör mir auf, erwähn mich nicht. Ich sehe es nämlich schon. Also, was die Strecke angeht, mag ich sie eigentlich sehr gerne. Damals noch zu Grand Prix Vorzeiten bin ich die etliche Male gefahren. Das ist noch untertrieben. Und dann jetzt auch neuerdings im DTM Experience. 2014? Ne, 2014 habe ich noch nicht ausprobiert, das 13er. Okay. Aber so viel Unterschied wird da ja wahrscheinlich nie sein. Doch. Doch. Ist so. Ist so, ja. Also, wenn du wirklich von der Simulation der DTM sprechen willst, ist das echt ein Top-Spiel. Also, da hat man sich wirklich mal ein bisschen Gedanken mehr gemacht als bei Codemasters. Obwohl, das kann man jetzt wieder sagen, es ist ja nicht schwer, oder? Nee, ist es auch nicht. Gut, Leute, die Tire Selection, also die Reifenwahl für dieses Wochenende, die Super Soft und die Soft, also die beiden weichsten, was mir normalerweise entgegenkommen sollte, aber das Wetter, ne? Das Gerade. Wetter ist eben das andere Problem, da gucken wir gerade mal drauf. Mit Widerwillen, schaut euch diesen Käse hier mal an. Also, das ist Stinkkäse vom Feinsten. Wir sind aber nicht in der Schweiz. Nicht ganz, nee. Nicht ganz. 99% im Rennen. Das heißt, es wird die ganze Zeit pissen. Es hat jetzt nur die Frage, ob das mit Intermediates anfängt. Oder Wie auch immer. so wie in Monaco wird, da ging es ja noch. Ja, aber ich glaube, da hatten wir auch nicht 99%. Da hatten wir Das war was mit weniger. 70, glaube ich, hatten wir. Oh, wir haben ein Ziel. Oh je, oh Okay. je. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Überbiete. Ich lehne nicht schon lesen. Überbiete über 5 Runden die Zeitvorgabe mit vollem Tank. Ja, gut. Aber das könnte dir entgegenkommen. Erhöht den Abzug auf den Tank um 5%. Okay, das klingt gut. Das heißt, ich muss jetzt kein Benzin draufpacken. Das ist ja dann sowieso Nee. Makulatur, wenn das Auto voll ist. Genau, und wenn du dann die 5 Runden hast und du fährst durch die Ziellinie, dann wird der Sprit eingefüllt, den du eingestellt hast. Genau, das ist super logisch. Das ist absolut realitätsnah, wie man sich das nur vorstellen könnte. So, ich glaube, wir können hier mal auf die Strecke fahren, Die solange es hier noch trocken ist. Boxengasse hat's in sich. Ja, ich habe den Bug gesehen bei deinem Karrieremodus. Diesen wunderschönen da, als das Auto weg war. Da musste man doch nur drüber lachen. Ja.
Das ist die Frage, ob man da lachen kann oder schon fast schon weinen muss. Eigentlich weinen. Eigentlich schon, oder? Aber ich habe es mit Humor genommen. Ja, das ist auch besser. Glaube ich schon. Immer auf rumzuzicken. Das Auto? Mein Lenkrad. Also merke ich halt sofort, dass das die weichen Reifen sind. Also die weichste Möglichkeit überhaupt. Ich spüre auf jeden Fall diesen schönen Benzin im Tank hinter mir. Also das ist halt wieder mal so eine Entscheidung, ich würde sagen, eine der wenigen guten in den letzten Jahren, dass die diesen Kurs hier wiederbelebt haben. Wenn ich dann dran denke, so Strecken wie Sochi zum Beispiel, dass so ein Scheiß im Kalender ist, dann ist das ja halt so eine positive Überraschung. Würde ich sagen. Ist es auch. Aber die Strecke sieht auf den ersten Blick einfach aus, hat aber auch ihre paar Stellen, die nicht ganz ohne sind. Muss ich hier auf irgendwas aufpassen? Abkürzen? Pollertechnisch nicht, abkürzen erste Kurve. Okay. Da ist das Spiel sehr hart. Und da zu weit über den inneren Körper fährst, ist das direkt abkürzen. Ja. Im Qualifying soll es ja bis auf Q1 trocken bleiben. Ja, da bin ich mal gespannt. Aber es lohnt sich dann ja nicht mit dem Trockensetup zu fahren, logischerweise. Es sei denn, man ist irgendwo masochistisch irgendwie veranlagt und will dann da im Trockensetup fahren im Regen. Wer bist du denn? Oh, Himmel, Arsch und Zwirn. Maldonado. Na, irgendwas Französisches, glaube ich, wären müsste es gewesen sein. Na, Grosjean kann es nicht gewesen sein, weil den habe ich gerade überholt. So, Boxeneinfahrt mal testen. Ich bin jetzt gerade mal erstmal 2 Runden so gefahren, um zu gucken, wie es so läuft. Und es läuft. Und dann den Test anzugehen, dass die auch wirklich funktioniert. Also ich kann ja nicht das bestätigen, was ich in Kanada hatte. Also vom Gefühl her ist es okay, also es ist wirklich okay. Wie das Auto sich benimmt, wie ich das möchte. Die andere Frage ist halt mal wieder, ist es denn auch schnell? Das war ja leider in Kanada nicht immer so. Das ist echt dieses Kimi Räikkönen-Phänomen. Komplett. Ich find's furchtbar, aber was will man machen? So, ich nehme natürlich die Reifen nochmal, 96% nach 2 Runden. Ja, ist ja sowieso egal, wenn wir im Rennen dann ja mit den Regenreifen fahren müssen. So, Engineer. Ja. Genau, auch Shape-Tip. 6,48, 58. Leichter Regen in 10 Minuten. Wie schnell man doch diese roten Reifen draufgeschnallt bekommt, sobald man diesen Test hier aktiviert. Rot? Ich hab gelbe. Finde ich interessant. Bei mir hat der rote drauf gemacht, Herr Vogel. Okay. Ich habe ja gerade noch die gelben extra nochmal angewählt, um zu gucken, ich habe halt geguckt, wie viel die an Prozenten noch übrig hatten. Und jetzt hat er mir die Supersoft drauf gemacht für den Test. Vielleicht weiß das Spiel schon, dass ich dass ich das eher nötig habe. Was ist denn hier schon wieder für eine Party? Ich habe keine Party. Hülkenberg und das Co. Das wird in Q1 spaßig werden. In der Mercedes. Ja, das ist halt das Problem dieser Strecken, die so relativ kurz sind. Brasilien natürlich auch ist da recht ähnlich. Wo wir später auch noch hinkommen werden. Kanada also was, wo ich unbedingt besser werden müsste, ist mit einem schweren Auto am Start. Weil da habe ich dann meistens wirklich das Problem, dass es komplett anders sich benimmt. Wie ich das halt im Qualifying oder im Training auch geübt habe. Wäre immer ganz schön, wenn du mal vor mir weggehen würdest. Ich weiß nicht, was er will. Fahren. Ah, er will reinfahren. Alonso auf der 1, kein Wunder. In welcher Runde bist du? Dritte wahrscheinlich, oder? Ich bin jetzt in der vierten.
Ach, apropos Maldonado, ich habe ihn gerade gesehen. Gut, solange man ihn ja nur sieht, ja, ist auch ja nicht so schlimm. Muss. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass die DRS-Zone hier oben sehr nutzlos war. Dieses Jahr. Die ist eigentlich an beiden Stellen relativ nutzlos. Auf der Skala und Zielgerade hilft die nämlich auch nicht besonders viel. Aber gut, dann hat das DRS zumindest den Sinn erfüllt, den es eigentlich auch hat. Es ist Blödsinn. Das genau. Ist eigentlich gut, wenn es nicht nutzt. Weil die erste Kurve ist so beschissen, da kannst du nicht zu zweit durchfahren. Da sollte lieber der Innere einfach mal nachgeben. Ja, besser ist es. Sonst kracht's dort. Und da oben die Zone, die ist komplett nutzlos. So, da kommt hier irgendwas aus der Box raus. Darf ich ihm hier auf Fett stellen oder meckert er mich an? Der meckert gar nicht rum. Okay, weil manchmal ist es ja so, dann darfst du das nicht. Irgendwelchen Änderungen. 1, 10, 3. Das ist nicht schlecht, glaube ich, oder? Das ist überhaupt nicht schlecht. Wir sind ja noch im Training. So, ich bin jetzt durch mit dem Test. Ne, ich noch nicht, ich muss noch. Ich bin jetzt in Runde 2, komme jetzt in 3. Und sofort verhält sich das Auto anders. Also du meinst, nachdem du den abgeschlossen hast? Ja. Und da habe ich gerade Glück gehabt, dass ich da nicht so weit gefahren bin. Ansonsten hätte er mir das auch fast sperren können da. Das war ein bisschen weit. Na, 5 Minuten hat er irgendwie gesagt, Regen. Ja, also noch genauer kann man kaum noch fahren. Was denn? Ich hab Rosberg um eine Tausendstel geschlagen. Hallo Schilten. Einmal Platz machen, bitte, danke. Du warst jetzt nicht für eine gelbe Flagge verantwortlich, oder? Nee, ich habe nichts gemacht. Was hältst du denn von Alonso Button 2015 McLaren Honda? Tja, was soll ich sagen? Damit wir mal ein Thema hier ansprechen. Es wird mit Sicherheit, denke ich, knapper als mit Kimi. Aufgrund der genannten Probleme. Weil ich mich davon ausgehe, dass eben jetzt das Ganze umgekehrt stattfinden wird. Kimi kam eben zu Ferrari, wo Alonso seit 2010 maßgeblich halt Einfluss hatte auf die Autoentwicklung. Und im Prinzip musste Kimi mit dieser Konfiguration fahren. Und das Blöde an der ganzen Sache war, man kann für dieses Auto kein Setup wirklich finden, was für Kimi passt. So wurde das umschrieben. Und ich denke mal, es könnte sein, dass das jetzt für Alonso dann eventuell auch negativ sich herausstellen könnte. Weil Button komplett anders fährt als er. Also im Prinzip das Ganze in grün. Und da bin ich wahnsinnig gespannt, wie er das lösen wird. Ob er auf dem Niveau von Button am Anfang schon fährt.
Der Button hat ja leider diese Quali-Schwäche. Ja. Das heißt, wenn er dann schon immer hinter Alonso startet, dann kommt natürlich dann diese Geschichte mit ich bestimme, wer zuerst reinfährt oder wann ich reinfahre. Dass dieser Vorteil im Rennen dann halt schon für ihn vorhanden ist. Aber mal schauen, ich glaube, es wird auch nicht weniger langweilig Vettel gegen Kimi dann. Ich bin ja sowieso ein Freund davon, wenn mal ein bisschen was passiert. Nicht immer dieses Festgefahrene über Jahrzehnte, jetzt ein bisschen übertrieben, aber über Jahre hinweg dieselbe Fahrerpaarung, ich finde es immer so, ja, nutzt sich irgendwann ab. Sehe ich genauso. Viele hatten sich auf Alonso Raikön gefreut und was ist am Ende draus geworden? Nichts. Ja, aus genannten Gründen. Das ist halt alles sehr komplex. Es ist ja auch das Beschissene in der Formel 1 heutzutage. Dass da so viele Parameter eben reinspielen, dass man eigentlich kaum mehr irgendwas sagen kann. Wahre Leistungsfähigkeit, Autofahrer, wie auch immer. Früher hast du genau gewusst. Früher hast du genau gewusst, da waren zwei Knöpfe am Lenkrad. Hast du den Fahrer reingesetzt? Wenn der von Anfang an schnell war, dann konntest du dir nicht fast sicher sein, dass es ein Talent sein muss. Heutzutage fährt das Auto ja fast von alleine. Ja. Deswegen fährt nächstes Jahr ein 17-Jähriger mit. Genau. Ach ja, wir haben eine Box ja ganz weit hinten. Bin ich ja perfekt fertig geworden hier fürs Regen. Gedöns. Hab ich mir auch gedacht. Ich bin gerade reingefahren und dann kamen die ersten Regentropfen. Hamilton nur Siebter. Ja, aus Training, ne? Ist auch viel Verkehr auf der Strecke. Würde der Renningenieur jetzt sagen. Dann hast du den Test gemacht und dann fertig. Ja. Gut, die zwei Installation Labs quasi am Anfang. Ja, um reinzukommen. Dass der Test noch nicht, ja, dass der Test auf jeden Fall auch funktioniert. Nicht, dass du quasi dann ins kalte Wasser springst mit dem Test und fragst dich dann, was ist denn hier los? Nee, man merkt durch diese kurze Strecke, dass es so 15 Minuten vorbeigegangen sind. Mhm. So, wir können ja mal drauf gucken. Tja, ist jetzt nicht überragend. Aber das ist ja im Training auch nicht unbedingt notwendig. Gefragt. Aber ich würde sagen, ich habe alles. Ich guck mal gerade noch nach, wie viele Prozent die Reifen haben. 9% haben meine bei drei gefahrenen Runden vielleicht. Muss sie ja vom Test abziehen. Die 5 gefahrenen Runden. Ja, also ich habe jetzt für den Test halt nix, ne? Also das steht bei mir alles auf 100. Ja. Beim Supersoft. Und den Prime, den ich im Training jetzt mit den 2 Runden am Anfang und jetzt die letzte Runde noch, 94%. Sollte eigentlich ganz gut passen. Es soll ja eh regnen. Ja, von daher. Von daher alles über Bord schmeißen oder in die Mülltonne oder wie es laut PC-Sprache in den Papierkorb. Ich will das gar nicht sehen. Ich will diesen Regen auch nicht sehen. Ah, wie scheiße das schon aussieht, so neblig, diesig. Typisch für Österreich. Ja. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns von allen Österreichern. Die Zukunft. Ihr könnt schon mal in die Badewanne gehen. Was auch immer. Ich weiß, wo ihr wohnt, so nach dem Motto. Ja, und ich bin gespannt, wie es morgen dann im Qualifying aussieht. Yep. Und natürlich dann im Rennen am Sonntag. Könnte spaßig werden. Jo, Leute, würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder, ne? Ciao, ciao. Jo, tschüss.